Geräte wie das TrackStar Surfbook V1 beschreiben die Grundzüge eines Notebooks. Sie beinhalten nur das Wesentlichste, was in ein Notebook gehört. Es geht um Kompromisse und um Einsparungen an den richtigen Stellen. Ich würde sogar sagen, es ist wesentlich schwieriger, ein günstiges Gerät zu bauen, als ein teures Notebook. Wenn sich natürlich auch da je nach eigenen Bedürfnissen und Erwartungen gewisse Komponenten unterscheiden. In ein günstiges Notebook wie das TrackStar Surfbook V1 kann man aber keinen riesigen Akku, ein großartiges Display und einfach den besten Prozessor verbauen, den es zu kaufen gibt. Es müssen die richtigen Entscheidungen getroffen werden und selbst ein kleiner Lüfter kann den Preis erheblich steigern. Deshalb hat das Notebook auch gar keinen. Ausgestattet ist es mit einem Intel Atom X5 Prozessor, der ohne aktiver Kühlung auskommt. Und daneben gibt es 2 GB an Arbeitsspeicher sowie 32 GB an internem Speicher. Das ist Tablet-Hardware in einem Notebook und entsprechend langsam ist es auch im Alltagsbetrieb. Während damit einfachere Aufgaben durchaus zu meistern sind, vorausgesetzt man hat ein wenig Geduld, wird es dann mit mehreren offenen Anwendungen durchaus schwierig. Wer gern viele Browser-Tabs nutzt und daneben eine App offen hat, der muss mit gewissen Wartezeiten rechnen, die immer mal wieder auftreten. Das ist die eine Sache, wo man bei TrackStar den Sparstift angelegt hat. Die andere sind leider die Eingabegeräte, also Tastatur und Touchpad. Hier hat man das Gerät meiner Meinung nach kaputt gespart. Müsste ich die Tastatur mit einem Wort bezeichnen, dann wäre es wohl ungut. TrackStar macht dabei einige Dinge richtig und wenn man sie rein äußerlich betrachtet, dann sieht sie auch sehr gut aus. Sie bietet ausreichend Hub und sieht generell auf den ersten Blick sehr vielversprechend aus. Der Schein trügt leider, denn der Druckpunkt ist wirklich schlecht und sie ist auch gar nicht leichtgängig. Ihr benötigt vergleichsweise viel Kraft, um eine einzelne Taste drücken zu können und trefft ihr diese nicht exakt in der Mitte, dann erfolgt gar keine Ausgabe. Vor allem bei Tasten, die man mit den Fingern nicht direkt von oben trifft, zum Beispiel Z und U oder I, passiert das sehr häufig. Ihr müsst dabei also stets korrigieren und beim Arbeiten stört das gewaltig. Hinzu kommt, dass das feste Tippen tatsächlich Gelenkschmerzen bereitet, weswegen man wirklich keine Lust hat, darauf zu arbeiten. Dasselbe gilt für das Touchpad, welches mir am besten gefallen hat, wenn es ausgeschaltet war. Während der Nutzung war es tatsächlich die meiste Zeit aus, und zwar nicht, weil ich eine Maus verwendet habe, sondern weil es dafür einen Knopf auf der Tastatur gibt. Der hat auch einen Sinn, denn beim Schreiben ignoriert das Touchpad versehentliche Berührungen nicht. Wenn ihr also irgendwie drankommt, dann klickt ihr mit dem Mauszeiger irgendwo hin, schreibt aber auf der Tastatur weiter und müsst dann alles wieder rückgängig machen. In Windows 10 gibt es sogar eine Einstellung, dass das Touchpad einfach nicht reagieren soll, solange eine Taste gedrückt wird, beziehungsweise man kann festlegen, wie lange es dauern soll, bis das Touchpad nicht mehr eingefroren ist sozusagen. Egal wie ihr das eingestellt habt, das Touchpad kann während des Tippens gleichzeitig genutzt werden. Der Hersteller hätte die Hardware nur ein wenig optimieren müssen, sodass sie korrekt mit dem Windows-Treiber kommuniziert. Aber dafür war man einfach zu ignorant oder zu unfähig. Ich selbst nutze Touchpads echt gerne und habe für kein Notebook eine Maus. Aber beim Surfbook V1 ist das Touchpad echt eine Qual. Nicht alles ist aber schlecht bei dem Notebook, vor allem das Display ist für den Preis hervorragend. Das 800 € teure MacBook Air besitzt zum Beispiel ein HD-Display. Das im Surfbook V1 löst mit Full HD auf. Natürlich, Auflösung ist nicht alles und im Vergleich ist die Farbdarstellung natürlich ziemlich blass. Und die Schwarzwerte sind sehr schwach. Aber es ist wenigstens ein IPS-Display, sodass die Blickwinkel passen. In dem Preisbereich gibt es kaum ein besseres Display. Die Audioqualität ist auch nicht schlecht, wenn natürlich entsprechend des Preises nicht gerade berauschend. Bässe gibt es so gut wie keine, die Klarheit und Lautstärke lassen ebenfalls zu wünschen übrig. Es reicht gerade noch für Serien und YouTube, aber von Musik und Mediengenuss kann hier wirklich nicht die Rede sein. Das hat es eher mit anderen günstigen Geräten gemein und in dem Preisbereich ist das Surfbook V1 eher über dem Durchschnitt. Nachdem ich nun sehr viel über die internen Komponenten gesprochen habe, schauen wir doch mal nach außen. Das Design des Notebooks ist schlicht und sehr dezent. Das Surfbook V1 von TrackStar ist in ein dunkelgraues Plastikgehäuse gehüllt, das bei der Oberfläche der Klappe sowie bei der Unterseite leicht gummiert ist und sich daher samtig anfühlt. Das verwendete Material ist auch nicht von der billigsten Sorte, aber man muss sagen, dass ihm wörtlich der letzte Feinschliff fehlt. Die untere Kante ist zum Beispiel so scharf, dass man sich gerade nicht daran die Finger schneiden kann. Die Spaltmaße sind sichtbar und fühlbar, können auch sogar durch Drücken des Gehäuses trotz verschraubter Unterseite händisch vergrößert werden. Das sollte echt nicht sein. Billig fühlt es sich dennoch nicht an, es sieht auch nicht so aus. Das Scharnier ist wirklich gut und es lässt sich auch mit einer Hand öffnen, wenn es sich auch ein bisschen dagegen sträubt. Für 250 € bekommt man beim Notebook keine wesentlich bessere Qualität, also ist es auch hier durchschnittlich. Bei der Akkulaufzeit gibt TrackStar 7,5 Stunden an und bei unserem Test sind wir beim Surfen im Internet auf etwas mehr als 6 Stunden gekommen, bei mittlerer Helligkeit. Selbst die niedrigste Einstellung reicht dank des matten Displays im Innenraum aus und mit der höchsten Stufe kann es auch problemlos draußen verwendet werden. Kommen wir zum Schluss.
Trackstar hat mit dem Surfbook V1 einige interessante und aus Sicht des Nutzers sicherlich gute Entscheidungen getroffen. Das Gehäuse ist in Ordnung, das Full-HD-Display ist wirklich gut für den Preisbereich und die Akkulaufzeit reicht für einen Tag aus. In Summe hat man aber die falschen Entscheidungen getroffen. Und es steht und fällt alles mit den Eingabegeräten. Wer sich statt eines Convertibles, die Trackstar ja auch baut, für ein 14 Zoll Notebook entscheidet, der will nicht nur ein größeres Display, sondern auch eine bessere Tastatur und ein Touchpad. Beide Komponenten sind aber im Vergleich zu anderen Geräten einfach miserabel. Selbst das Trackstar Surftab Duo V3, das 11 Zoll Convertible, bietet eine bessere Tastatur und ist meiner Meinung nach auch die bessere Wahl. Aber auch das Asus E-Book X206 macht hier sehr viel besser. Wenn ihr aber wirklich ein 14 Zoll Notebook wollt, allein schon wegen des größeren Displays, dann solltet ihr euch zumindest das Medion Arcoya S4219 ansehen. Das bietet einen besseren Pentium-Prozessor, eine Laufzeit von 5 Stunden und ebenfalls nur 2 GB Arbeitsspeicher, den man aber später selbst tauschen kann. Das kostet auch 250 Euro. Das Surfbook V1 ist aber auch das Geld nicht wert. Ihr bekommt zum Beispiel direkt aus China das Jumper EasyBook 2 mit 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB an internem Speicher, also eigentlich der doppelten Hardware, für nicht mal 170 Euro inklusive Versand und Zoll nach Europa. Ansonsten sind die beiden Geräte bis auf die Farbe komplett gleich. Es ist 1:1 dasselbe Gerät wie das 300 Euro teure Surfbook V2. Wer aus China bestellt, dessen Gewährleistung heißt PayPal und eine Garantie gibt es auch nicht. Aber wer schon Erfahrungen mit dem Trackstar Support gemacht hat, der wird wissen, dass PayPal da schon bessere Arbeit leistet. Am Ende des Tages muss man sagen, dass der Ausflug von Trackstar in den Notebook-Markt eher misslungen ist. Die Mischung macht es aus und die passt einfach nicht. So sehr es mich gefreut hätte, dem Surfbook V1 eine gute Bewertung zu geben, so leid tut es mir, dass es nicht geht. Auf den Bildern bei der Ankündigung sah es so vielversprechend aus, die MacBook-Tastatur, das riesige Touchpad und dann noch das Full-HD-Display. Klingt nach einem absoluten Preis-Leistungshammer, ist es aber am Ende leider nicht.